Der Tübinger Impfstoffhersteller CureVac hat seinen Prozess gegen BioNTech vor dem Bundespatentgericht in München verloren. Das teilt das Unternehmen jetzt mit. Gleichzeitig kündigte CureVac an, gegen dieses Urteil beim Bundesgerichtshof Berufung einzulegen. Das Bundespatentgericht hatte die Gültigkeit des umstrittenen Patents abgelehnt. CureVac wirft BioNTech vor, bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs Comirnaty geistiges Eigentum des Tübinger Unternehmens verletzt zu haben. Dabei geht es insgesamt um 8 Schutzrechte. Die aktuelle Gerichtsentscheidung betraf nur eines dieser 8 Schutzrechte. Über die anderen wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.